Hallo und herzlich willkommen zu Shut Up and Take My Money, unserem Format zum Thema Crowdfunding, bei dem wir uns auch von euch, den Zuschauern, crowdfunden lassen. Dadurch haben wir inzwischen Möbel bekommen, Beleuchtung, Mikrofaser-Plüschweine und als letzten Zugang diese Zelda-Truhe von Daniel, die Folgendes macht, wenn ich sie öffne. Eine Riesenbereicherung für unser Studio. Vielen Dank, Daniel. Es gab frisch übrigens sehr große und interessante Neuigkeiten zum Thema Kickstarter. Diese Crowdfunding-Plattform kommt nämlich im Herbst auch nach Deutschland. Das heißt, ab dann können Deutsche auch ohne einen ausländischen Partner ihre eigenen Projekte einstellen. Wir erwarten dann also eine Menge spannender neuer Projekte aus Deutschland. Wir haben ja schon für einige Kickstarter-Projekte die Trailer produziert. Wer also sowas Ähnliches sucht, der kann sich gerne an uns wenden. Außerdem überlegen wir selber, ob wir nicht einige unserer Projekte mit Crowdfunding ein bisschen pushen könnten. So arbeiten wir zum Beispiel gerade an einem, das noch ein Geheimnis ist, aber für Insider habe ich einen Hinweis in Form dieses Schiffes. Vielleicht erkennt ihr ja, worum es geht. Und dieses Schiff setze ich jetzt auch sehr vorsichtig im Off wieder ab, während ihr euch anschaut, was wir an aktuellen interessanten Projekten auf Kickstarter und Co. rausgesucht haben. Insomnia wird ein Oldschool-RPG mit einem Endzeit-Dieselpunk-Setting. Es featuret eine große Sandbox-Welt, Echtzeit-Taktikkämpfe und eine düstere Atmosphäre. Oh, und Zeitreisen. Insomnia soll solo oder im Koop gespielt werden können und was die Entwickler bisher zu zeigen haben, sieht mit seiner Mischung aus Art Deco und erstem Weltkriegsstil auch schon ganz gut und atmosphärisch aus. Circa 50 Stunden Spielzeit auf einer Retro-Raumstation mit einer weit verzweigten Story und epischen Kämpfen, das alles klingt sehr ambitioniert. Dafür wollen die Macher nur $70.000, was auch daran liegt, dass das Spiel schon recht weit fortgeschritten ist. Insomnia läuft erst ein paar Tage, konnte bisher aber nicht richtig durchstarten. Hey Kickstarter backers. This is Mike Evans with Stonehaven. Das Pop-up Miniature Terran Kit zeigt, dass nicht immer ein aufwendiges Video für den Erfolg auf Kickstarter nötig ist. Ein geiles Produkt tut es auch. Wer auf Tabletops steht, mag auch Terrains und Minigebäude für seine Zinn- oder Plastikarmeen. Leider nehmen die verdammt viel Platz weg. Außer sie sind aus Pappe und lassen sich blitzschnell zusammenfalten. In diesem Fall müssen die Gebäude aber erst selbst ausgeschnitten und zusammengeklebt werden. Das schlichte Design erinnert an altmodische Rollenspiel-Illus und passt wohl zu jedem Fantasy-System. We Are Dwarves sieht fantastisch aus. Angeblich ist das hier Spielgrafik und allein das Design haut mich schon um. Das Spiel ist aber weder ein Dungeon Crawler noch ein RTS, sondern eine Art Mischung. Wir steuern drei sehr unterschiedliche Zwerge, die versuchen, ein wildes, unterirdisches Reich zu erkunden und es dabei mit jeder Menge Feinde zu tun bekommen. Das läuft über taktische Befehle ab und lässt sich Baldur's Gate-like pausieren, um Befehlsketten zu verteilen. Cleveres Vorgehen ist angeraten, denn die Gegner sehen die Zwerge nicht nur, sondern können sie teils auch hören oder riechen und sind oft übermächtig, weswegen We Are Dwarves auch eine Stealth-Komponente besitzt. Das Spiel ist neu auf Kickstarter, über Erfolgschancen lässt sich noch nicht viel sagen. We Are Dwarves wirkt aber so, als hätte es das Funding verdient. Areal möchte der geistige Nachfolger der Stalker-Reihe sein. Der Sandbox-Shooter spielt wie das Vorbild in einer postapokalyptischen Welt, die jedoch nicht durch Atomunfälle, sondern durch einen Meteoriteneinschlag entstanden ist. Das Projekt sieht professionell aus und hat auch schon einiges an Kohle eingefahren. Die Macher von West Games müssen sich jedoch auch schwere Vorwürfe gefallen lassen. Im Kickstarter-Video wird nicht wirklich klar, was von dem gezeigten Material aus Areal stammen soll und was aus Stalker oder anderen Genrevertretern entnommen ist. Dazu kommen Behauptungen wie, hier sei das Kernteam von Stalker am Werk und berühmte Autoren gleich mit an Bord. In einer Stellungnahme von Vostok Games, den tatsächlichen Stalker-Machern, wird die Sache mit den Entwicklern stark angezweifelt und die Leute hinter Areal auf wenig mehr als eine Gruppe Praktis reduziert. Naja, und Autor Sergei Tarmaschew kennt hierzulande auch kein Mensch. Aber er macht mir irgendwie Angst. Your mother doesn't even understand what we make. For a new game, sunset. No, not this time. I don't think so.
Wenn man sich den Trailer zu Sunset ansieht, wundert man sich vielleicht, wie kann ein solches Projekt überhaupt gefundet werden? Mit $40,000 in nur 2 Tagen. Der Trailer verstößt gegen alle Konventionen, ist wirr, nicht sehr informativ und das Spiel eher ein Kunstprojekt. Sunset ist ein First-Person-Shooter, in dem nicht geschossen wird und es auch keine Rätsel gibt. Es geht nur um die Story einer Haushälterin, die sich in den 70ern um ein Luxus-Apartment kümmert und ihren Job macht. Klingt furchtbar, oder? Allerdings hat die Sache einen Twist. Zu den Füßen des Wolkenkratzers, in dem sie arbeitet, tobt ein Krieg und obwohl sie nicht selbst zur Waffe greift, kann die Dame über ihre Entscheidungen doch in dessen Verlauf eingreifen. Dass dieses exotische Konzept so erfolgreich war, macht auf jeden Fall Hoffnung. Yep, wenn man diese beiden ansieht, fällt einem sofort Folgendes ein. Sailor Moon. Bei In the Name of the Moon geht es um eine Doku über Sailor Moon Cosplayerinnen. Genauer gesagt eine Gruppe Amerikanerinnen, die gemeinsam die komplette Besetzung von Sailor Moon cosplayen. Sie sind zwar schon in den 30ern, verfügen aber über jede Menge nostalgischer Erinnerungen an die Kult-Anime-Serie. Die Doku ist bereits gedreht und durch das erfolgreiche Funding wird sie auch mit diversen Untertiteln erscheinen können. As people grow up, a lot of people do kind of lose interest in it. I don't want to wear a costume anymore. I don't want to go to a convention anymore. Wild Warfare ist ein Team-Shooter mit niedlicher Comic-Grafik, in dem wir als Häschen und Waschbären Capture the Flag spielen können. Das klingt nach einem vergnüglichen Garden-Warfare-Abklatsch und das höchst unterhaltsame Kickstarter-Video spricht ebenfalls für ein hohes Spaßlevel. Allerdings kommt die Kampagne nicht so richtig aus den Puschen, was vielleicht am Download-Link zur Alpha-Version liegen dürfte. Die spielt sich leider ziemlich zäh und feedbackarm, da bleibt der durchschnittliche Spieler vielleicht 3 Minuten bei der Stange. Schade. The team loved it. We spent hours just playing the prototype. We knew we had to share it with the world. Splay and Glob Monster Defense schlägt stilistisch in die gleiche Kerbe, ist dabei aber treffsicherer. Hier geht es um Monster, die Roboter in einer Art Tower Defense Echtzeitstrategie abwehren müssen. Das Ganze spielt sich in isometrischer Ansicht und bietet eine Solo-Kampagne, Koop und Multiplayer. Im Koop übernehmen 2 Spieler die sehr unterschiedlichen Monster Splay und Glob mit jeweils besonderen Fähigkeiten. Das Ganze sieht herzallerliebst aus und stammt von einem Team aus Düsseldorf, sollte also erst recht unterstützt werden. You to keep a close eye on the minimap. Als Hauptthema haben wir diesmal nicht etwas von Kickstarter, sondern von Start Next rausgesucht und aus Deutschland ist das Projekt auch. Es handelt sich um ein Rollenspielprojekt, nämlich um eine sehr pompöse Neuauflage der Kampagne Berge des Wahnsinns für Cthulhu. Wir haben Daniel Starnke von dem Team hinter dem Projekt mal dazu befragt, was sie alles vorhaben, was alles drin sein wird und was die Zukunft dazu noch bringen kann. Ich habe mich mal ein bisschen auf Höhe gebracht, denn normalerweise ist ein Interview mit Daniel Starnke für mich eine Nackenstarre am Ende wert. Und wir wollen das Ganze mal etwas gemütlicher angehen, denn du hast einen Klassiker dabei, der gerade per Crowdfunding wiederbelebt werden soll. Magst du denn mal für Leute, die vielleicht überhaupt keine Ahnung haben, erklären, was es mit den Bergen des Wahnsinns für Cthulhu auf sich hat? Gerne. Die Berge des Wahnsinns sind eine der größten, wenn nicht die größte Rollenspielkampagne für das Cthulhu-Rollenspiel. Die Kampagne basiert auf dem Roman Berge des Wahnsinns von Lovecraft, der Anfang der 30er, 1931, von Lovecraft geschrieben wurde. Und die Kampagne baut auf dem Roman auf. Sie schildert eine Expedition, die an die Expedition in den Bergen des Wahnsinns quasi anknüpft. Sie wurde als erstes Ende der 90er von Chaosium, dem Lizenzgeber hier in Deutschland, veröffentlicht als recht umfangreiche Softcover-Schwarte und schlug damals ziemlich in der Szene ein. Viele Gruppen spielten daraufhin jahrelang im ewigen Eis, sage ich jetzt mal. Und 2010 wurde das Projekt von Pegasus aufgegriffen und hier endlich nach Deutschland transferiert und zu diesem Zweck sogar extra nochmal vom Autor Charles Engen überarbeitet.
war dann auch ein wirklich rasender Erfolg, ein wahnsinniger Erfolg, könnte man quasi sagen, und war dann auch recht schnell vergriffen. Und im Prinzip haben wir das zum Anlass genommen, dieses Buch wirklich nochmal oder dieses Projekt nochmal aufzugreifen und das Ganze dann in epischer Breite, so wie es eigentlich sein müsste oder wie man es sich heute so vorstellen würde, nochmal aufzulegen. Und ja, um das zu tun, haben wir zum ersten Mal den Weg des Crowdfundings beschritten und auf der Plattform Startnext dieses Projekt jetzt gestartet, und das lässt sich auch schon sehr gut an. Man sollte dabei auch erwähnen, dass, glaube ich, der popkulturelle Einfluss von den Bergen des Wahnsinns, egal in welcher Form, nicht zu unterschätzen ist. Denn dieses Szenario der Expedition, die im ewigen Eis auf irgendetwas Uraltes und Grauenhaftes stößt, das sie dann Stück für Stück auseinandernimmt, das findet sich immer wieder in verschiedensten Romanen. Ich denke, John Carpenters Das Ding hat sich da sehr viel von ausgeliehen. Also es ist eine Form von Horror, die immer mal wieder auftaucht, und alle müssen mehr oder weniger Lovecraft da ihren Respekt zollen, weil er das als erstes so umgesetzt hat. Erzähl mir mal, was alles dann irgendwie dann drin sein wird. Ihr hattet 2010 ja schon die überarbeitete Auflage. Wird dann in dieser Version noch mehr drin sein? Es wird im Prinzip eine Neuauflage der Originalkampagne sein, dieser drei Bände. Also im Original waren das drei Bände, die 2010, 2011 Stück für Stück erschienen sind. Zusätzlich gab es Expeditionspack. Das war ein Zusatzpäckle, wo ein Spielleiterschirm, Handouts, ein Logo als Aufkleber, verschiedenste Goodies drin waren. Und auch das war sehr, sehr schnell vergriffen, weil auch sehr limitiert. Und diese ganzen Zusatzprodukte sollen halt auch Teil dieses oder sind Teil des Projekts und sollen dann halt auch veröffentlicht werden. Dazu haben wir jetzt noch expeditionsgetreues Merchandise uns ausgedacht, was man natürlich eigentlich braucht, wenn man ganz hoch hinaus will. Also zur Krönung hat man halt irgendwie eine Tragetasche im Expeditionsstil, wo man dann halt seine Bücher reinpacken kann, wenn es aufgeht in die ewige Kälte. Es gibt eine Tasse, es gibt T-Shirts, also es gibt noch einiges, was es da drumherum als Memorabilia zur Expedition zu erwerben gibt. Zentrales Thema ist aber tatsächlich dieser Foliant. Das ist so die Superausgabe quasi. Das ist jetzt hier ein Handmuster, was noch nicht hundertprozentig mit dem Original übereinstimmt, aber dadurch kriegt man schon mal so einen Eindruck. Ein echt ledernes, wirklich limitiertes Buch, was wirklich, im Englischen würde man Print to Order sagen, was wirklich nur die Leute bekommen, die es auch wirklich auf diesem oder innerhalb dieses Projekts bestellen. Es gibt dann noch eine Deluxe-Ausgabe in einem Kunstledereinband. Da arbeiten wir gerade noch so ein bisschen dran, wie die jetzt genau aussehen wird. Da bekommen wir jetzt demnächst auch Muster. Und es wird dann, davon gehe ich im Moment aus, dass das so aussieht, als würde es tatsächlich dazu kommen, dass es aufgelegt wird, wird es auch eine normale Sammelbandausgabe geben mit einem ganz normalen gedruckten Hardcover-Einband, wo dann alles in einem Band ist. Wie viel müsste ich denn jetzt tatsächlich pledgen für eure Kampagne, um diesen Wälzer zu bekommen in der Form? 199 Euro. Aber tatsächlich streng limitiert und echte metallene Schließen, Nieten. Und limitiert dann exakt auf die Stückzahl der Bäcker. Genau. Und am Ende würden wir sogar was reindrucken. Da sind wir gar nicht so. Sehr personalisiert. Ja. Okay. Und grundsätzlich mit der Ausgabe, die ihr damit finanzieren wollt, ist das dann auch nur begrenzt auf die Leute Becken, oder strebt ihr damit an, halt einfach dieses Buch auch im Handel wieder erhältlich zu machen? Es wird dann auch, die normale Sammelbandausgabe soll dann auch wieder im Handel erhältlich sein. Also für die Menschen, die möglicherweise jetzt nicht die Möglichkeit haben, beim Projekt dabei zu sein oder die das damals nicht mitbekommen haben, weil es wirklich ziemlich schnell ausverkauft war, oder die möglicherweise jetzt erst irgendwie einsteigen, weil es ja jetzt unter anderem auch das Regelwerk gerade kostenlos zum Download gibt, ist ja ein super Zeitpunkt, um irgendwie einzusteigen. Die haben dann natürlich auch die Möglichkeit, das ganz normal dann im Handel zu erwerben.
Wo wir übrigens schon bei Cthulhu sind, wo ja auch die einzelnen Projekte und das Fandom sehr eng miteinander verknüpft sind, die einmal schon gescheiterte Kampagne zur Verfilmung des Traumlandezyklus von Lovecraft ist wieder angetreten. Das heißt, The Dreamlands hat jetzt eine weitere Chance, gefundet zu werden. Die Leute haben auch schon einen großen Teil an Crowd-Investment geschafft. Es gibt also nur noch eine Ziellinie, die geschafft werden muss, um diesen Film umzusetzen. Zum Abschluss gibt es natürlich wieder die WTF-Sparte und diesmal haben wir da gleich drei Kandidaten. Hi, I'm Gemma Clark. And I'm Sean Paul Johnson. Wenn wir ehrlich sind, gibt es eine Sache, die Welt nicht wirklich braucht. Videomagazine zum Thema Gaming. Wie dieses hier. Die Leute hinter Games Lounge jedoch sehnen sich in die 90er zurück, als solche Formate sogar im TV zu sehen waren. Sie versprechen eine live gestreamte, interaktive Gameshow, die expertly crafted sein soll, wobei der Trailer leider weder gut geschnitten noch gut moderiert ist, was aber auch am breiten schottischen Akzent des langweiligen Moderators liegen mag. 7000 Pfund wollen die beiden für ihre Show und ein Vorhaben, das jede Menge YouTuber schon ohne Budget auf die Reihe bekommen haben. Entsprechend verhalten ist die Reaktion der Bäcker. So sit back, enjoy, and welcome to Games Life. Hi, I'm Mike Stowe, and I'm here to tell you about my new game, The Legend of Sonya. Since I was young, I've always enjoyed video games. Mike Stowe steht auf Videospiele, seit er jung ist, also vielleicht auch erst seit gestern. Er möchte für $12,000 The Legend of Sonya produzieren, eine Art Zelda-Klon. Okay, ein 1:1 Zelda-Klon. Der Unterschied, Sonya soll sich zeitgemäßer spielen als das Original Zelda. Nach dem Zocken der Demo sagen wir, nicht so wirklich, aber immerhin ist die Lernkurve angenehmer. Brauchen tut Legend of Sonya leider trotzdem kein Mensch. What would I be doing if I wasn't working in porn? She would give massage. Very cheap. Adult Content ist der düsterste, lustigste Film des Jahres. Das ist kein 0815-Fazit eines Filmredakteurs, sondern die Aussage der Macher dieser Mockumentary über einen Pornodreh. Ob es stimmt, werden wir nie herausfinden, denn das Projekt wird nur noch durch ein Wunder gefundet werden. Eigentlich schade, die gezeigten Szenen sind nicht unlustig, leider aber auch nicht gut inszeniert. Der Film wäre trotz einiger Nacktheit kein Porno geworden, sondern vor allem Comedy. Blöd, dass es nichts wird. Die Macher versprechen, dass jeder Bäcker jünger, klüger und attraktiver würde. Das war's für heute mit Shut Up and Take My Money. Aber noch eines, ich freue mich sehr auf nächste Woche, denn dann kommt endlich Divinity Original Sin raus, was auch über Kickstarter fertig finanziert wurde. Und dann flattern mir meine zwei Keys ins Haus und ich werde jemanden zwingen, mit mir den großartigen Koop zu spielen. Ihr vielleicht auch. Tschüss und bis dann. I know that when you're here, I've got to show that I'm the nicest, the neatest, the most lovely girl. Cause